Ciao, willkommen im Haus der Eulen, im Disney Channel. Danke, Willow. Und genau deswegen bewahren wir unser Mittagessen nicht in den Spinden auf. Und, Willow, bist du bereit für die AG-Messe? Vielleicht möchtest du ja mit mir und Amity in die Azura-Buch-AG. Okay, danke. Aber ich hätte mehr Lust auf etwas mit ein bisschen mehr Drama, Feuer und Schminke. Ich bin gespannt, was als nächstes aus deinem Mund kommt. Fluch, Dabby! Nur Stabila Jenkins und Old Dory sind noch übrig. Wer wird gewinnen? Und Stabila Jenkins holt sich die Siegesfahne. Seit unserem Rollballmatch spiele ich das zu Hause. Und heute gründe ich die erste Flugderby-Mannschaft der Heckstein. Yeah! Hier finde ich sicher neue Lehrlinge. Stimmt, ich habe noch nie wirklich mit Hexen in meinem Alter gesprochen. Teenager stehen wahrscheinlich auf dieselben Dinge wie ich. Also Autorität und Regeln. Mitschüler, auch wenn wir uns noch nie begegnet sind. Was wäre, wenn all deine Träume wahr werden könnten? Du müsstest dafür nur alles aufgeben, was du liebst. Für immer. Ihr denkt, das wäre cool? Nicht so cool wie der Imperator-Zirkel. Da darf man bis 6 Uhr morgens ausschlafen. Du! Wie würde es dir gefallen, aufzusteigen, indem du dem Imperator-Zirkel beitrittst? Kein Interesse. Wirklich nicht? Ich meine, will ich verschiedene Arten der Magie studieren? Na klar! Aber warum kann ich das nur im Imperator-Zirkel? Wenn ich älter bin, werde ich diesem System ein längst fälliges Update verpassen. Wie bitte? Was willst du damit sagen? Schon gut, Puddles. Er hat mich so gemeint. Nein, 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 Puddles, nein! Lass deinen inneren Flugfreak raus! Sobald die Flugderby-AG genehmigt ist, reisen wir quer über die Inseln in echt coolen Outfits und arbeiten als Team. Viel Glück damit. Professor Hermunculus. Ich bin für die Genehmigungen der AGs zuständig und ich glaube, Flugderby ist keine sich lohnende Investition. Nur weil es nicht ganz so bekannt ist wie Grollball, heißt das nicht, dass... Du hast mich falsch verstanden. Ich beende die AG, es sei denn, du trittst als Captain zurück. Ich finde, Drückeberger sind keine guten Anführer. Sie sind nur sauer, weil sie ihren Kurs verlassen hat. Geben Sie ihr eine Chance. Also gut. Stell ein Team zusammen für ein Freundschaftsflugderby-Spiel nach der Schule. Wenn du dein Team zum Sieg führen kannst, genehmige ich vielleicht deine AG. Du schaffst das, Willow. Lass dich von dem nicht runterziehen. Amity und Lou sind beschäftigt. Wo finde ich so schnell genügend andere anständige Spieler? Jetzt beruhig dich! Fliegenmagnet!